Ja, es ist ein bisschen Ernüchterung eingekehrt hier in Götzis Verena Breiner. Der erste kleine Rückschlag, muss man sagen, knapp über 44 Meter. Wie ist das einzuordnen? Ja, es war äußerst schwierig zu werfen. Also im ganzen Feld hat halt keiner recht an seine Bestleistungen ranwerfen können. Der Wind ist nicht nur von hinten, sondern auch von der Seite gekommen. Also es war bei mir eher Schadensbegrenzung dann mit den 44 Metern. Im letzten hätte ich es nochmal probiert mit Gewalt, aber das hat dann auch nicht mehr geholfen. Was hätten Sie angepeilt? Ja, ich wollte wieder so in die Richtung meiner Bestleistung werfen oder so, ein bisschen über 45, 47 so, aber ja, mit den 44, die muss ich jetzt so nehmen, es ist so, die äußeren Bedingungen haben halt auch nicht recht viel mehr zulassen und ja, schade. Hat man versucht denn auch als Athletin diesen Wind irgendwie zu berechnen, auch dem auf die Spur zu kommen, was es ausmacht? Ja, ich habe ein bisschen auf die Fahnen geschaut, weil von selber spürt man es dann im Anlauf eher von hinten, aber da, wenn man in den Sektor schaut, da ist das Wind sehr von der Seite gekommen und ich habe versucht, da ein bisschen zu schauen, aber wenn du es dann abwirfst und der Wind kommt, dann fliegt er eigentlich irgendwie wie so ein Mikado-Stabel und dann kann man fast nichts mehr machen. Der österreichische Rekord im Hinterkopf, hat der irgendeine Rolle gespielt oder gar nicht? Nein, gar nicht. Also der war jetzt nicht geplant von mir. Also von dem her, ich wollte eigentlich nur gute Leistung bringen, das umsetzen im Wettkampf, was ich im Speer gelernt habe, ist halt leider nicht ganz so gelungen. Und ja, beim nächsten Mal hoffentlich mache ich es dann besser. Jetzt kommt der abschließende lange Lauf. Sie haben gestern gesagt, Laufen geht immer, ist das Motto auch jetzt für das große Finale. Beziehungsweise platzierungsmäßig könnt ihr Richtung Top 5 sogar noch was gehen. Platz 5 wäre möglich. Okay, ja, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also ich werde jetzt mit meinem Trainer zusammenreden, was ich laufen werde und dann sieht man, was rauskommt. Dann alles Gute für den abschließenden 800er.